Willkommen, Sheraton Sacharow. Wie lautet das Thema Ihrer Anfrage? Agent P3, persönliche Datei. Ihre Suche ergab 42 Audioaufnahmen. Also, welche nehmen wir zuerst? Ist mir völlig egal. Dann wähl irgendeine aus. Darf ich erstmal looten gehen? Looten ist verdammt wichtig. Man hat es gegen Bossfight gesehen. Entschuldigung. Ja, ich vermute auch, dass der Kampf gegen die Zwillinge auch noch ansteht. Und dass so dieser endgültige Bossfight ist, dass ich mir den Arschball aufreißen werde. Wohl auch noch vieles zu lesen. Archiviertes Gespräch 7 von Sacharow an Sechenov. Dimitri, ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass ich keinen neuen Körper will. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich ziere, wie du es nennst. Es hat einfach keinen Sinn. In diesem Zustand bin ich viel produktiver. Das ist praktischer und nützlicher für uns beide. Du hast schon eine Ekaterina. Und deine Ekaterina-Puppen, die dich begleiten. Also lass mich in Ruhe. Aha, aha, aha. Archiviertes Gespräch 9 von Sacharow an Sechenov. Laster sind ein psychologischer Zustand. Im Opus Magnum des Opiums für die Massen. Der Bibel wird dies ganz klar aufgezeigt, wenn auch indirekt. Der Mensch hat vom Laster nicht nach dem Verspeisen einer mystischen Frucht erfahren, sondern nachdem er sich selbst erkannt hat. Der Körper diktiert uns das Laster auf. Wir möchten uns vermehren, also werden wir zu Vergewaltigern und Perversen. Wir möchten essen, also stehlen wir Geld und Nahrungsmittel. Wir möchten Freude empfinden, also umgeben wir uns mit sinnlosem Luxus. Der Mensch gibt sich nicht von selbst dem Laster hin. Was ihn dazu drängt, ist seine begrenzte und primitive Hülle, die Nahrung, Sexualität, Drogen und Pflege braucht. Nur die Brillanz eines reinen Intellekts kann der Menschheit den Weg aufzeigen, da der Mensch kein Körper, sondern eine Denkweise ist. Den Gedankengang finde ich geil. Mhm. Archiviertes Gespräch 10 von Sacharow an Sechenov. Dimitri, ich habe mir deinen Plan angeschaut, mich in ein implantierbares Modul zu installieren. Ich schätze deine Hartnäckigkeit, muss mich aber noch einmal wiederholen. Ich hege keinen Wunsch nach Armen, Beinen, Haaren oder anderen Bedürfnissen, Zeit damit zu verschwenden, zu essen oder auf die Toilette zu gehen. Es geht mir gut, Dimitri, aber dein schwachsinniger Wunsch, alles unter der Sonne zu vermenschlichen, verschafft mir Unbehagen. Statt darüber nachzudenken, wie man mich in den Kopf eines muskelbepackten Mitglieds des kommunistischen Jugendverbandes stecken kann, solltest du lieber nach einer Möglichkeit suchen, dich selbst von der Last deines alternden Fleisches zu befreien. Archiviertes Gespräch 19 von, wem auch immer, an Sechenov. Die Tests der Agentin haben beeindruckende Ergebnisse hervorgebracht.
Während sie im Limbo eingetaucht ist, wird diese scheinbar zarte junge Frau zu einer unbesiegbaren Kämpferin. Die Implikationen für die Ausbildung von Sabotagespezialisten sowie unser allgemeiner Ansatz in puncto Geheimhaltung sind enorm. Das Gedächtnis eines Kämpfers kann ohne schädliche Auswirkungen auf seine Fähigkeiten oder seine Persönlichkeit buchstäblich gelöscht werden. Der Begriff Schläfer wird schon sehr bald eine völlig neue Bedeutung erhalten. In dem Fall ja. Nechayev ist nach seinem Jahr in der Reha ein neuer Mensch mit neuen Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Zum Beispiel hat er Gefallen an einem Euphemismus gefunden. Krosse Kruste. Es begann, nachdem einer der Sanitäter ihn und Blessner als krosse Krusten bezeichnete. Obwohl er noch im Koma lag, sprang er aus dem Bett und erwürgte den Sanitäter fast. Das Personal überwältigte ihn, indem es »Wir liegen unter Beschuss« rief, woraufhin sich Plutonium duckte, den Kopf stieß und bewusstlos wurde. Seitdem verwendet er den Begriff »krosse Kruste«. Könnte dies ein Beispiel für psychologische Prägung sein? Archiviertes Gespräch 22 von wem auch immer an Sechenov. Genosse Sechenov, nach den Ereignissen in Bulgarien sind die Agenten Blessner und Plutonium in einem Koma zurückgekehrt. Sie befinden sich in einem vegetativen Zustand und sind nicht mit dem neuronalen Netzwerk verbunden. Es wurden keine Anzeichen von Bewusstsein festgestellt. Erwarte deine Anweisung. Archiviertes Gespräch 23. Die Agenten Blessner und Plutonium sind äußerst wertvolle Mitarbeiter. Ihre Rettung hat oberste Priorität. Ich werde die Operation selbst durchführen. Archiviertes Gespräch 25. Zu Händen des Ausrüstungswarts. Schick mir 2 Prototyp-Ballerina-Körper und trenne sie vom neuronalen Netzwerk. Lösche die ihre KI-Module. Ich brauche 2 leere Roboter ohne jegliche Steuerungssysteme. Aha. Von Sechenov an Petrov. Archiviertes Gespräch 38. Von Sechenov an Stockenhausen. Michael. Wie heißt er? Stockhausen. Ah. Ja, ich habe eben Stockenhausen gesagt. Okay, gut. Michael! Ich habe recht unzweideutige Berichte über die Vorgänge im Theater erhalten. Falls auch nur ein Teil dessen, was mir meine Informanten mitgeteilt haben, stimmt, würde ich gern ein bestimmtes Experiment durchführen. Lasst ihnen freie Hand und kappe alle Sicherheitsmaßnahmen. Ich möchte wissen, ob sogar Sowjetbürger und Mitarbeiter der Anlage zu moralischen Scheitern fähig sind. Finde eine Ausrede, damit wir nach 2 Monaten zu einem Besuch vorbeikommen können. Sag ihnen, Vavilov hätte verblüffende Ergebnisse erzielt und würde es feiern wollen. Lade berühmte Persönlichkeiten ein. Ich will das mit eigenen Augen sehen. Archiviertes Gespräch 51. Von Vavilov an wen auch immer. Betreff die Nejelovs. Der Schierling weist eine starke Aktivität in Annas Körper auf, ist aber noch nicht bereit zur Reproduktion. Was ihren Mann angeht, möchte ich, dass du sein volles Potenzial nutzt. Wir dürfen keine Mitarbeiter verlieren. Führe die nötigen Operationen durch und stell ihn in einem Krankenhauszimmer unter Beobachtung. Dieses Experiment ist viel zu ehrgeizig. Es gibt nur eine Möglichkeit für die Pflanze, sich zu reproduzieren. Falls das nicht klappt, müssen wir wieder ganz von vorne anfangen. Archiviertes Gespräch 51. Von Sechenov an, wen auch immer. Plutonium ist aus Argentum zu entfernen. Er wird direkt mir unterstellt. Und was seine sprachlichen Eigentümlichkeit betrifft, sie wird ihm Elemente einer neuen Persönlichkeit verschaffen. Führe die nötigen Operationen durch, installiere das Modul und stelle ihn in einem Krankenhauszimmer unter Beobachtung. Aus etwas Positivem können wir immer noch etwas Negatives machen. Was? Mhm. Rezension 500 an Sechenov. Plutonium erholt sich nach der neuronalen Anpassung und Installation des Voshod-Moduls. Er hat keine Erinnerung an seine Frau, die Ereignisse in Bulgarien oder andere von dir genannte Dinge. Er befindet sich in einem enorm heiklen psychischen und emotionalen Zustand.
Als aktiver Agentum-Agent ist er schon wieder bereit für den Einsatz. Erwarte deine Anweisungen. PS. Leider hat ein Mitarbeiter in einer entscheidenden Phase der Anpassung sein Mitgefühl mit dem Agenten ausgedrückt und sie nach ihrem Martyrium als Rosse Krusten bezeichnet. Dieser Ausdruck ist seitdem untrennbar mit dem psychorhythmischen und emotionalen Hintergrund des Agenten verbunden. Falls nötig, können wir eine weitere Anpassung vornehmen, um diese sprachliche Eintümlichkeit zu beheben. Allerdings würde das Zeit erfordern. Als junger Mann war Plutonium, mittlerweile P3, selbstsicher und witzig, was eine entscheidende Rolle bei seiner Verpflichtung für Agentum spielte. Er war ein vielversprechender Agent, blieb aber hinter vielen anderen Kandidaten zurück. Sein positiver Einfluss und ansteckender Humor gegenüber seinen Kameraden, vor allem verglichen mit dem eher mürrischen Kommandanten Kuznetsov, waren jedoch gute Gründe, ihn zu rekrutieren. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich eine intimere Beziehung zwischen ihm und Agentin Blessner ergab. Ein Geheim. Archivierte zeitliche Abfolge des Sacharow-Vorfalls. Von Sacharow an Sechenov. Du verstehst mich nicht oder willst du es einfach nicht? Hast du Angst davor, den Mann zu verlieren, der dir deine strahlende Zukunft verschafft? Nein, die menschliche Rasse, die dir so sehr am Herzen liegt, mag ich nicht besonders. Aber das ist nicht der Grund, Dimitri. Ich bin der Einzige, der sich von innen heraus mit den Freiheiten befassen kann. Das Implantat kann nur aus dem Inneren des Bewusstseins des Subjekts konfiguriert und analysiert werden. Kein Testsubjekt, sei es eine Ratte oder vielleicht sogar ein menschliches Wesen, kann diese Art von Forschung durchführen. Du hinderst mich daran, meine Arbeit fortzusetzen. Oha, das ist mal pissig. Wird immer interessanter. Nicht springen, nervig. Gut, dann schauen wir uns das erste Video an. Versuch die hier. Starte Wiedergabe. Bei den Ereignissen in Bulgarien wurden die Agenten schwer verletzt und waren eigentlich klinisch tot. Agentin Blessner konnte nicht gerettet werden. Da Agent Plutoniums Zustand nicht so ernst war, konnte er wieder kampfbereit gemacht werden. Allerdings mussten seine Gliedmaßen amputiert und durch die neuesten Prothesen ersetzt werden. Ja, ich weiß, dass die Hälfte meines Körpers aus Prothesen besteht. Und sonst? Das ist alles sehr allgemein. Finde eine andere Aufnahme. Hier ist noch eine. Gut, spiel die hier ab. Starte Wiedergabe. Nach seiner Genesung war die Persönlichkeit des Agenten, darunter auch seine Verhaltens- und Sprachmuster, stark verändert. Daher traf ich die Entscheidung, ihn aus der Agentum-Einheit zu entfernen. Um einen Gedächtnisrückfall zu verhindern, erhielt Plutonium die neue Bezeichnung P3 und untersteht nun meinem direkten Kommando. Sein Kontakt zu Agentum wurde auf ein Minimum beschränkt und das Agentum-Personal wurde davor gewarnt, in seiner Gegenwart die Bezeichnung Blessner zu erwähnen. Scheiße. Ich hole eine andere. Was? Sechenov hat dich an der Leine und macht mit dir, was er will. Hör mal, er hat mir das Leben gerettet. Ich weiß, dass ich ein Testsubjekt bin. Das ist mein Beruf. Du bist also ein Freiwilliger? Dafür bist du dann aber ganz schön ungehorsam. Weil sie mir vorher immer gesagt hatten, was sie machen. Ich hole eine andere Aufnahme. Ah, das ist die letzte, die ich holen will, die gleich da nebenan liegt. Ich glaube, hier oben. Die hat die als erstes mitgenommen, ne? Okay, dann ist das die einzige nur noch. Der Meinung, dass wir noch. Probieren wir die mal aus. Prozedur?
Implantation der Voskhod Neuropolymer-Hirnfunktionserweiterung. Ziel? Völlige Ausschaltung destruktiver Impulse durch traumatische Erinnerungen. Patient Major Sergei Nechai. Codename Plutonium. Dritter Versuch. Die ersten beiden Operationen waren erfolglos. Der Patient erlitt in Bulgarien eine schwere Gehirnverletzung, die nicht behoben werden konnte. Der Schaden ist so groß, dass der Patient wahrscheinlich eliminiert werden muss. Hast du gehört? Er wollte dich töten. Die Frontallappen wurden teilweise zerstört, was beim Patienten zu unkontrollierbaren Wutanfällen führt. Die Stahlprothesen des Patienten machen ihn zu einer Gefahr für andere. Hier geht's um deine Anfälle. Wegen vorübergehenden Wahnsinns wird der Patient in eine psychedelische Wirklichkeit versetzt, die ihn daran hindert, die Konsequenzen seines aggressiven Verhaltens zu akzeptieren. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Es wird dir nicht gefallen. Der Patient leidet unter intensiven Halluzinationen. Hast du deine Frau wiedergesehen, mein Junge? Woher wissen Sie das? Aber ein Voskhod-Implantat verleiht dem Patienten künstliche Erinnerungen und lässt ihn seine Obsession mit seiner verstorbenen Frau überwinden. Deine Frau. Blödsinn, ich war nie verheiratet. Dank Voskhod kann das Bewusstsein des Patienten in die imaginäre Welt von Limbo versetzt werden, durch einen Impuls, der direkt auf dessen Hypophyse gerichtet ist. So lässt sich der Major auf Kommando in den Kampfmodus versetzen. Dazu sei aber gesagt, dass ich sie... Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist doch nicht möglich. Ich fürchte leider doch. Sechenov kann deinen Verstand in dein persönliches Paradies schicken. Auf Knopfdruck. Und mein Körper? Dein Körper tötet, wenn Sechenov es befiehlt. Verdammte Scheiße. Und die Halluzinationen, kommen die auch von Sechenov? Nein. Die Halluzinationen sind nur ein Abwehrmechanismus deines Gehirns. Oh, warum zur Hölle sollte ich das alles glauben? Der Boss würde mir sowas niemals antun. Aber klar. Er würde ja auch nie deine Frau aus deinen Erinnerungen löschen. Oder kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle planen. Wer sagt, Sechenov ist dafür verantwortlich? Sitzt er überhaupt in diesem Stuhl? Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn. Was ist der Plan, Major? Er wartet bei Chilomei auf uns. Wenn wir Sechenov stoppen wollen, müssen wir ihn hinhalten. Du bringst mich als deine Gefangene dorthin? Und was dann? Das werden wir dann sehen. Es ist diese komische Hippie-Welt, in der wir reingeraten, immer so ein Schutzding, ja? Ich diesen Aufzug hacke, damit wir an die Oberfläche zurück können. Aha. Passt du jetzt auf, du Drecksack! Major, ich habe keine Daten über diesen Vorfall. Du willst mich lächerlich machen, was? Tja, willkommen im Club. Hast keine Daten, ha? Du wusstest es die ganze Zeit! Du heißt nicht ohne Grund Charles, oder? Du bist Charitin Sacharow, du mieser Penner! Hast du eine Erklärung dafür? Na? Es gibt nichts zu erklären. Du bist genauso ein Charles für mich, wie ich für dich ein völlig Fremder bin. Erst hat Sechenov mich ermordet und dann einen Polymerklumpen aus mir gemacht. Danach hat er dich manipuliert. Wie konnte ich einem von euch trauen? Deswegen habe ich vorgetäuscht, ein charakteristisches Lernsystem zu sein. Ich wollte sehen, wer was war. Ja, toll. Okay, ich hätte wohl das Gleiche getan. Also, was sollen wir jetzt machen? Was können wir denn machen? Wir sind jetzt Freunde und kennen die Wahrheit. Wir müssen zu Sechenov dieses Unrecht korrigieren und Rache für das nehmen, was er uns angetan hat. Du hast wohl recht, Chariton. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist ein guter Mann. Ich sage es nur ungern. Aber du bist das erste funktionierende Beispiel für eine gewöhnliche Verbindung im Kollektivnetzwerk. Am Montag wird jeder, der die Polymerisation durchlaufen hat, genauso formbar wie du. Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, warte. Dieses verdammte Gedankegerät. Das kann man einfach entfernen.
Das wird niemandem helfen, sondern es nur noch schlimmer machen. Wieso das denn? Weil alle Gedankegeräte nutzlos sind. Das Signal einer polymerisierten Person wird über die Steuergeräte an Roboter und andere Apparate geschickt. Aber das macht sie nicht zu einem Teil von Kollektiv. Das Gedankegerät kann zwar entfernt werden, was aber lediglich verhindert, dass der Träger den Maschinen Kommandos gibt. Wie wird Sechenov dann die Kontrolle behalten? Die Neuropolymer-Injektion macht die Leute zum Teil von Kollektiv. Sie nistet sich im Gehirn ein und verbindet es ein für alle Mal mit dem neuronalen Netzwerk. Der Effekt ist unumkehrbar. Jeder, der eine Injektion erhält, ist auf immer und ewig ein Teil von Kollektiv. Aber war ich wirklich verheiratet? Wie hieß meine Frau? Ekaterina, und dir wird nicht gefallen, was ich dir jetzt sage, Genosse Major. Das höre ich öfter. Aber mich überrascht nichts mehr. Du und deine Frau waren bei Agentum. Ekaterina oder Katja, wie du sie genannt hast, war eine hochqualifizierte Agentin. Als Kind hatte sie Ballett gelernt und sowohl im Tanz als auch in der Kampfkunst Beachtliches geleistet. Ballett und Kampfkunst? Willst du mir sagen, die Metallzwillinge? Nein, auf keinen Fall. Das ist totaler Unsinn. Sowas würde der Boss niemals machen. Schau mich doch an. Nach meinem Tod wurde mein Bewusstsein in diesen Handschuh übertragen. Nach dem Tod deiner Frau konnte ihr Bewusstsein nicht gerettet werden. Aber Sechenov lud einen Abdruck ihrer Fähigkeiten in die Matrizen seiner Leibwachen hoch. Das ist doch... Oh, heilige Scheiße, das kann nicht sein. Er funktioniert, Major. Wir kommen hier raus. Das ist übel. Es ist schon komisch, dass man mit seiner linken Hand streitet. Können wir, Major? Ja, hier habe ich eh nichts. Also. Ich brauche noch ein bisschen. Oh, ich hätte das gedrückt. Kollektiv startet bald. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Ja, 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 ja. Alles klar, gehen wir. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Ach, Scheiße! Nicht schon wieder! Nein! Nicht jetzt! Nicht hier! Da muss jetzt aber zu bedenken geben, Sechenovs Satz wurde nicht beendet. Er unterbrach das Video. Er könnte auch gemeint haben, dass er das nicht gut heißen kann, die drei so zu benutzen. Ach, das kennst du? Woher nur? Hey, jetzt hätte ich meine Schutzglocke geschickt. Wow. Komische Glocke. Also. Die aber keine Katze, ne? War schon wieder diesen. Okay. Okay. Keine Katze. Das ist schon mal gut. Folgen wir wenigstens nicht dem Hasen.